Hallo miteinander und willkommen zurück zu Grand Tactician mit Torin Mensch. Das wunderschöne Kartenmuster haben wir uns da verabschiedet hier. Super intelligent natürlich, ne? Ja, kurz auch mal den Support. Ja, ne? Es wird weniger hier. Der Illinois ist völlig. Schon völlig leicht. Wir müssen nur noch umswitchen, ja? Was ist das denn, dass die hier Support haben, ne? Vielleicht ein paar Leute mal hinschicken, nach dem rechten sehen. So, Washington gehört noch nicht wieder uns, ne? Doch. Gut. Also, naja, noch nicht wirklich, ne? Also, wir haben es doch schon mal gecaptured. Gut, es dürfte bestimmt gleich wieder einen Schlag für sie geben hier. So. Und was ist das Depot hier oben? Harrisburg. Auf das Shenandoah Preparing Siege, genau. Okay, der verschwindet schon mal. Auf die andere Seite. Price Destination. Okay. So, jetzt wirst du auch versorgt hier, ne? Ja, wunderbar. Das Department of the Ohio, ja, wir erholen uns ja auch ewig. Ach, warte mal. Muss ich das nicht nochmal machen? Oh Gott. Hier, Mixed Muskets. Ja, Springfield Rifle Musket. Das sind die falschen hier gegeben. Ihr seht, wir haben keine guten mehr, tatsächlich. Das ist alles schon vergeben, leider. Das muss jetzt leider ganz kurz noch sein. Hier, wieder Mixed Muskets, Replace. Nicht dieses Replacen. So. Das war der Typ hier. Ja, das sind nur die ganzen Verstärkungen, die wir gerade erst eingestellt haben, sozusagen. Kommt auch die Frage, was passiert, wenn die Kontrakte auslaufen? Und die Antwort ist, dass ich habe keine Ahnung. Ah, ist nicht aus dem Süden, komm, die kriegen mal nur die normalen Musketen. Ich habe es mich noch nie drauf ankommen lassen. So. Noch bereuen, weil wahrscheinlich muss die Armee dann beim nächsten Mal kämpfen. Warte mal, wieso? Wieso ist die Armee auf der Shenandoah unabhängig? Sonst können wir euch verbessern. Ihr seid, in Deadly Volley, Jungs. So, Enfield, feiert euch hier, Mixed Muskets. Das sind die Typen. Was passt das in die Suaven? Army of Virginia. Beauregard, Magruder. Das ist ja echt nicht dabei. Okay. Transfer. Zwischen der Army of Virginia. So. Sie heißt Abi, aber also ist es ja nicht wirklich. Ja. Jetzt komme ich bei dir wieder gar nicht mehr rein. Aber so komme ich bei dir rein. Ja, Kentucky, ganz kurz, ihr müsstet eigentlich alle gut versorgt sein. Nein, seid ihr nicht. Bei Holmes sind einige, naja, zwei komische Leute. Machen wir mal, solange wir noch ein bisschen Geld haben. So. 6 Fünder Field Gun. 12 Fünder Napoleons auch mal hier mitnehmen. Justin of the Count, das ist gar eine bessere, ja, tatsächlich. Okay. Oh nee, ist ein ganzer Force Squad. Ja, wir sind gleich fertig. Keine Sorge. Es bleibt nicht langweilig. Ich denke, das passt. So, jetzt die Virginia Army hier nochmal. So, Johnston. Bei dir aber ansonsten alle Leute schon. Ja, ich denke schon. Wenn da sind es immer. Ja, ach, guck mal hier. Bei Magruder haben wir noch zwei Stück.
So, und zack. Und zack. Ich denke, das war's jetzt, oder? Ich hab lauter 6 Fünder Field Guns. Meine James Rifle hier noch. Das sind sonst nochmal die Haubitzen hier. Das passt alles. Ist er tatsächlich auch alle gut unterwegs? Auch, du auch, du. Okay, gut, ich denke, wir sind soweit. Machen wir weiter. Lass laufen! Sollen wir bitte das Ding hier einnehmen, ja? The war is over! Union sues for peace! Ha! Unabhängigkeit! Die Kampagne ist vorbei, wir haben es geschafft, wir haben gewonnen! Ah, unfassbar! The war is over! Confederate victory! We are fighting for independence, and that for extermination we will have. Jefferson Davis, President of the Confederate States of America. Epilogue. Apostles of Disunion. Die Union wird aufgelöst. All the Confederacy asked was to be let alone. Instead, the states with which they were lately confederated attempted a subjugation by arms. But the sword in Southern hand was grasped tightly, and it was against this sword the Union, under its stubborn leader Lincoln, threw itself. Relying on the divine power that they believed covered with its protection the cause they held just, the Southern soldiers struggled for their freedom, independence, and self-government. And in this struggle, the Confederacy achieved the unbelievable. On the brink of an abyss into which they did not wish to look, against all odds, as all the might of the Union crashed against them, the ranks of Southern soldiers held firm. But it would be only after the bloody and heroic struggle for freedom, the Confederacy's true demeanor would be revealed. The nation was born from rebellion and extreme states' rights principles, and even during a war of survival against a common foe, plagued by internal feuds and petty rivalries, the apostles of disunion would find no comfort within another union of states centrally governed. The idea of men depriving other men of their freedom would not succeed in the changing world. The question of slavery, the so-called divine institution the Confederacy was based on to protect, in its moral impossibility, would sooner rather than later threaten to implode the quarrelsome nation. And when that time comes, the Confederacy will be surrounded only by enemies, like hungry wolves, looking for any sign of weakness to exploit. An sich ein schöner Abschluss. Ja, dass ich selbst wenn die Konfrontation gewonnen hätte, sie hätte wahrscheinlich besonders lange überlebt, weil der Staat halt darauf basierte, ne, dass man eben unabhängig ist, ne, und dann ist man immer in der neuen Union, auch wenn es eine konfederierte Union ist. Ja. Hat super Spaß gemacht auf jeden Fall. Die große gute Nachricht ist jetzt am Ende tatsächlich, das Ding ist tatsächlich spielbar mittlerweile, ne?
Das war es ja ganz lange lang, meiner Meinung nach nicht. Ja, also jetzt, spätestens jetzt könnt ihr also zuschlagen. Und es wird wahrscheinlich ja noch besser werden. Klar, ab und zu ein paar Stellen ist immer noch ein bisschen wonky und hast nicht gesehen. Aber ja, am Ende muss man sagen, das ist spielbar. Wir haben die Kampagne zu Ende gespielt. Wer auch immer Lieutenant Philippi's Standard ist. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hat er auch dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Auch andere Total War-mäßige Spiele dieser Art, ne? Kann man ja schon mal so nennen. Spielen wir ja immer wieder auf dem Kanal. Da seid ihr natürlich herzlich willkommen, da auch mit reinzuschauen. Und ja, früher später, wahrscheinlich wenn die 1.0 rauskommt, werden die dann vermutlich mal die Union spielen. Und dann mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja. Theoretisch gibt es eine ganze Menge Sachen, die die KI ja nicht gemacht hat, was sie hätte machen können. Mit der totalen Seeherrschaft hätte sie natürlich theoretisch an unserer unglaublich langen Küsten hier irgendwo landen können, hinter unserem Rücken. Das wäre eine Seite, die ich vielleicht mal ausprobieren wollte dann. Na, so eine Geschichte. Wie KI darauf dann reagiert, das wird sich dann noch zeigen. Also ich fand es sehr spannend teilweise in den Schlachten. Wir hatten tatsächlich keine, ich glaube die größte Schlacht, die wir hatten, waren ja 30 gegen 30.000. Ihr erinnert euch, das war, wo wir diesen zentralen Hügel uns mehrmals umpositioniert haben, wenn wir diesen zentralen Hügel dann hatten. Konnten aber letztendlich dann das meiste für uns entscheiden. Das ist die Frage, wie würde ich jetzt gerade das beeinflussen? Wir haben es ja schon, dass der Readiness gehabt, immer wieder das Problem. Wobei das ein bisschen getuned wurde, glaube ich, im Patch auch. Also es nicht ganz so, ja, crippling ist. Ja, sonst gibt es mir viel zu sagen. Wunderschönes Spiel. Hoffentlich werden sie diese Engine weiterentwickeln, dass sie auch andere Spiele dieser Art, ne, andere Spiele der Grand Tactician-Reihe bringen. Das wäre richtig klasse. Also von mir aus dann auf dem europäischen Kontinent mal irgendwelche Kriege, da gibt es ja genug in dieser Epoche, die man da bringen könnte. Wäre sicher interessant. Und vielleicht auch viel Granulada mit sehr viel mehr Fraktionen und so, ne? Weil in Europa, da ist natürlich ein bisschen mehr unterwegs als hier bei diesem, naja, One-on-One-Konflikt im Prinzip. So, jetzt hoffe ich, hat euch Spaß gemacht. Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Thorn.